Zusammen und guten Morgen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Just Fishing. Heute bin ich das letzte Mal auf Karpfen von 2022 draußen, weil es geht sich einfach bei mir nachher nicht mehr aus. Deshalb habe ich mir entschlossen, ich gehe heute noch mal raus. Ich wollte eigentlich gestern gehen, aber gestern war es extrem kalt. Es hat minus 6 Grad in der Früh gehabt. Da war es mir das Bett dann schon ein bisschen wärmer. Heute ein bisschen milder. Dann bin ich heute gleich mal raus. Jetzt habe ich meine Routen vorhin gelegt im Dunkeln. Ne? Ich weiß ungefähr, wo ich hinwerfen muss. Die Routen liegen gut. Ich stelle jetzt noch die Kamera auf, dass ich die Routen filmen kann. Nicht, dass ich da vielleicht eventuell einen schnellen Biss verpasse. Und dann werden wir schauen, ob heute was geht, weil die Temperaturen haben ziemlich abgekühlt. Auf den Bergen liegt Schnee. Die Wassertemperaturen werden sicher schon ein bisschen zurückgegangen sein. Aber ich denke mal, dass die Karpfen, man kann ja immer bei Karpfen bis spät in den Winter rein, kann man ja auf Karpfen angeln. Im Frühjahr ist dann wieder was anderes, die Karpfen werden erst ein bisschen später wach, je nach Wassertemperatur und je nach Außentemperatur, wie schnell das Wasser erwärmt. Aber im Winter kann man immer ein bisschen mal tiefer reinangeln. Da denke ich mal, dass die Fische immer noch ein bisschen auf Futter aus sind. Ich habe jetzt auch meine Routen, die eine liegt beim Binsenfeld und die eine habe ich heute ein bisschen anders hingelegt. Da gehe ich nachher noch ein paar Punkte ein, da gebe ich euch mal ein paar Tipps mit, wie ich im Winter meine Spots aufsuche, um auf Karpfen zu angeln. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob heute was geht oder nicht. Ob ich heute das Jahr, besser gesagt, mit dem Fisch abschließe oder, naja, ohne. Aber naja, jetzt habe ich noch ein paar Stunden Zeit zum Angeln. Mal schauen. Da fängt doch schon super an. Die linke Route ausgeworfen, die rechte ausgeworfen, kaum ist die linke abgelaufen. Ich habe nicht mal die Kamera aufstellen können für den Run. Ich glaube, die Fische müssen genau auf den Platz gewesen sein. Ich muss ihnen die Köder eigentlich fast vor die Nase geworfen haben. Schön, wenn doch ein Platzplan funktioniert und der Herbst für mich bereits schon so schön läuft. Schöner Schuppi. Ihr habt noch Zeit, da geht vielleicht noch was. Geil! Blitzstart. Ich hätte doch meine Klappe halten sollen, wo ich gesagt habe, ich muss nur die Kamera aufstellen, dass ich ein Biss verpasst. Aber ja, so schnell kann es gehen. Jetzt kommen wir mal zu den Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Aber bevor ich dazu komme, noch kurz zwei Antworten zu zwei Kommentaren. Das erste Kommentar hat man mir geschrieben, ich soll doch dickere Haken verwenden, um die Hakenspitze, dass sie einfach ein bisschen stabiler ist. Ich verwende hier von Corda die White Gape X Haken. Die sind eh schon ein bisschen dickdrähtiger. Und ich denke mal, es wird das gleiche auch bei den XX-Haken passieren. Aber ich werde mir das Kommentar zu Herzen nehmen, werde mir da mal eine Packung zulegen, ein paar Rigs binden und nächstes Jahr mal probieren. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das zweite, was man mir schon öfter gefragt hat, auch hier privat, wenn mich schon Leute gesehen haben, was das weiß ist, was ich eigentlich an der Hakenspitze dran mache. Das ist Verpackungsmaterial, ist das gleiche Prinzip wie das PVA Mesh. Oder die Solid Bags, das löst sich dann im Wasser, innerhalb von ein paar Sekunden löst sich das im Wasser auf. Und ich nutze es einfach dazu, einfach um den Haken zu schützen, dass er nicht irgendwie Dreck aufsammelt oder so, sei es Laub oder sonst irgendwas. Und wenn ich mal auf Kies angeln so, dass ich die Hakenspitze einfach schütze, damit sie dann nicht auf dem Stein aufschlägt oder so. Dazu dient es einfach. So, jetzt kommen wir mal zu den Tipps. Ich sage es vor Anfang an, das sind Tipps meine persönlichen Sachen. Und hängt auch von meinem Gewässer abhängig. Also ich kenne ja eure Gewässer nicht, eure Gewässer kennt sowieso niemand besser als ihr selber. Darum müsst ihr auf euer eigenes Gewässer schauen. Aber Tippen, also ich kann euch mitgeben, sucht auf jeden Fall nach Nahrungsquellen, die ihr mit bloßem Auge sehen könnt. Sei es hier zum Beispiel, ich angle mit der linken Route auf dem Binsenfeld zu und habe mir bis jetzt einen ziemlich guten Fisch gebracht.
oder sei es Seerosenfelder, da wo sich die Karpfen im Frühjahr, im Sommer, im Herbst einfach rumtreiben, da Nahrung suchen gehen, das sind Anlaufstellen, wo die Karpfen im Winter mal vorbeischwimmen werden. Also könnt ihr auch mal solche Spots raussuchen und da mal vielleicht euer Glück probieren. Im Winter angelt es tief, also geht es von den flachen Gewässerabschnitten zurück. Also ich persönlich angle jetzt nur noch auf 5, teilweise 6 Meter. Aber je nachdem, es hängt je nach Gewässer natürlich ab, wie tief euer Gewässer eigentlich ist. Eins, was ich euch anraten kann, probiert es mal auf versetzten Tiefen zu angeln. Also ich angle jetzt hier auf der linken Route auf 5 Meter und eine auf 6 Meter. 6 bis 6,5 Meter. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt mit beiden Fischen gefangen. Das war mal dazu. Also angeln Sie im Winter tief, weil die Fische werden sich im Winter eher im Tiefen aufhalten. Zum Beispiel, ich habe jetzt heute meine Rechtroute ein bisschen versetzt. Fisch da jetzt an einer Kante, die wo ein Stück weiter nach rechts geht, eine Kante hoch von 6 Metern, steil hoch auf 4 Meter. Und da habe ich sie unten an der Kante platziert, weil auch wenn es hier ein Stillgewässer ist, gibt es hier auch mal ein bisschen Wellengang oder drückende Strömung. Dann kann es sein, dass einfach Nahrung an der Steilkante angespült wird. Und das picken sich die Karpfen dann einfach weg. Also die halten sich im Tiefen auf und da könnt ihr mal probieren. Ist das Futter. Ich persönlich gehe im Winter stark zurück mit dem Futter. Sonst habe ich hier immer 3 oder keine Ahnung 4 Hände voll raus großflächig gestreut, weil im Herbst sind die Karpfen einfach noch aktiv auf Nahrung aus. Jetzt im Winter bin ich auf eine Handvoll zurückgegangen und die geschaut, dass sie eher nah bei meinem Hakenköder aufschlagen. Also es darf vielleicht ein Quadratmeter oder 2 Quadratmeter Bereich einfach ein paar Beutels rumliegen. Und viel mehr nicht, weil ich weiß nicht, wie stark die Karpfen schon in den Schlupfwechsel zurückgefahren haben. Nicht, dass man da zu viel füttert. Hängt natürlich auch vom Fischbestand ab. Wenn ihr zu einem großen, kleinen Fischbestand habt, kann es natürlich sein, dass eine zweite Handvoll auch nicht schaden kann, weil die kleinen Fische können auch was wegfressen. Aber dann lieber mal einen attraktiven Hakenköder nehmen, wenig Beulis oder eventuell nur einen PVA-Sack drüber. Das kann im Winter auch schon mehr als genug sein. Dann lieber weniger ist mehr. Und das vierte, was ich euch mitgebe, also ich finde persönlich, haltet euch im Winter von Kiesfeldern fern. Angelt lieber im Winter auf Sandboden, also auf sandigem Boden, weil ich denke mal, dass die Karpfen im Winter nicht mehr auf Kies fressen oder sich da aufhalten. Weil nehmt euch selber, wenn ihr eine Asphaltstraße habt, eine Holzbank habt, setzt euch lieber im Winter lieber auf die Holzbank als auf dem Asphaltboden. Weil es kommt einfach Kühle von unten. Das spüren die Fische natürlich auch im Winter auch und deshalb denke ich mal, halten sie sich da ein bisschen fern. Deshalb angle ich im Winter eigentlich generell nur noch auf Sand. Ich muss sagen, ich angle eigentlich eher selten aufs Kies, nur noch auf Sand, weil die Karpfen wühlen ja eh im Sand nach ihrem Nahrung und darum denke ich mal, ist Sand im Winter sicher keine schlechte Option. Das sind mal ein paar Sachen, die ich euch auf dem Weg mitgeben kann. Probiert es aus. Und eins kann ich euch auch noch mitgeben, auch im Herbst, das mache ich auch. Sucht nach Fischen, die ihr springen seht. Beobachtet die mal ein bisschen. Wenn ihr sie vermehrt an einer Stelle andauernd springen seht, also da im gewissen Umkreis springen seht, merkt euch diesen Platz. Das könnte im Winter mal eine gute Anlaufstelle sein. Vielleicht mal am Tag zu angeln oder vielleicht mal nachts zu machen. So, ich habe meine Sachen auch zusammengepackt. Es ist eiskalt geworden. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Besser gesagt, zur Arbeit. Gelaufen ist heute leider nichts mehr. Ich habe zwar ein paar Fische steigen sehen, aber in der Nähe meiner Köder, aber sie wollten eher nicht. Aber naja, es ist jetzt Winter. Die Fische sind auch schon ruhiger geworden. Es kommt jetzt langsam die Zeit, wo die Fische einfach nur noch ganz, ganz wenig beißen. Aber ich bin zufrieden. Ich habe einen Fisch gefangen. Einen Abschlussfisch. Und ja, was will ich noch sagen dazu? Ich habe eine gute Saison hingelegt, habe schöne Fische hier gefangen, werde auf jeden Fall nächstes Jahr hier im Frühling wahrscheinlich hier anfangen.
und dann wieder, so wie sonst auch immer, wieder ein bisschen moven, dann mal da, mal da, mal da. Mal schauen. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nikolaus gestern. Und bleibt gesund. Vielleicht geht ihr noch angeln, fangt noch ein paar Fische. Abonniert den Kanal doch gerne, würde mich sehr freuen. Auf Hecht wird es demnächst auch mal gehen. Wir werden schauen, dass ich es noch dieses Jahr noch schaffe. Wie gesagt, die Geburt meines zweiten Kindes steht bevor. Da warte ich nur noch drauf, bis das Telefon klingelt. Und dann geht es ab ins Krankenhaus. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin bin ich euer Just Fishing.